Ja, großartig. Fangen wir an. Herzlich willkommen zur Vorlesung Design Pattern im Sommersemester 2021. Und wir haben die vierte Vorlesung, wenn ich das beim Sebastian über die Schulter richtig sehe. Und heute machen wir eine Chain of Responsibility. Das wird unfassbar cool. Ich freue mich schon drauf. Ich hatte gestern Abend, hatten wir Softwaretechnik Stammtisch. Das machen wir von den ehemaligen meines Fachgebiets schon seit jetzt ein paar Jahren. Und manchmal irgendwie hatten die Idee, wir sollten mal erzählen, was es Neues in der Uni gibt. Habe ich ganz viel aus dieser Vorlesung hier berichtet und war relativ lustig und die waren auch relativ beeindruckt. Naja, die Jüngeren. Gucken wir mal so. Das war die letzte Hausaufgabe mit dem Visitor-Pattern. Das ist eigentlich ziemlich gut gelaufen. Die meisten Lösungen, die ich gesehen habe, waren 1:1, so wie ich das vorgeturnt habe. Da konnte man jetzt nicht so richtig leicht viel falsch machen. Ich habe ein paar Lösungen gesehen, da war das TestFX so ein bisschen lieblos eingebunden. Also da hatten sie sich dann nicht die Mühe gemacht, das Programm auf wirklich das Fenster hochzufahren und da irgendwie was zu machen. Dafür hatte irgendeiner dann aber tatsächlich das mit TestFX gemacht und hat dann tatsächlich auch mit TestFX den Mausklick ausgeführt, was dann nicht funktioniert hat, weil an meinem Rechner die Bildschirmauflösung anders war als bei dem und dann hat er sich irgendwie mit den Pixeln verrechnet. Doof gelaufen. Naja, okay. Das war aber prinzipiell soweit gut. Ich habe ein paar Mal Punkte abgezogen, wenn Leute das TestFX-Fenster gar nicht, das JavaFX-Fenster nicht hochgenommen haben. Was bescheuert war, die Aufgabe war super einfach. Und das Einzige, was dann doch eine halbe Stunde gedauert hatte, war, bis man dieses scheiß Kompilieren, das Gradle so hingekriegt hatte, dass man das Open, das JavaFX und TestFX alles richtig eingebunden hatte. Unfassbar nervig. Ich hatte prinzipiell hier so eine Build.gradle angegeben. Hatte ich? Ja, hatte ich. Aber das haben nicht alle benutzt. Gut, ich weiß auch nicht, ob es funktioniert hätte, wenn es jemand anders benutzt hätte. Es gab im Discord, glaube ich, eine fröhliche Diskussion darüber, brauche ich die Visit-Methode, die als Parametertyp Widget hat. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Keine Ahnung. Ich glaube, bei Wikipedia ist es dabei. Da habe ich gedacht, ja, anscheinend braucht man das. Und ja, ich hatte das Gefühl, da kriegt man so eine Default-Implementierung hin, auf die man dann zurückfällt, wenn irgendein Visitor sagt, ich kann HBox und VBox gleich behandeln, ich mache das einmal in der obersten Methode. So ganz so leicht ist das nicht. Ne? Also wenn man die Methoden ja in der basisabstrakten Klasse schon deklariert hat, dann muss man die dafür jeden Spezialtyp machen. Und dann braucht man da eine Default-Implementierung, die man benutzen möchte. Die kann dann auf irgendeine gemeinsame Widget-Methode zugreifen. Da könnte man was draus machen. Irgendjemand hat dann die unfassbar kluge Idee gehabt, wenn man einen neuen Widget-Typ hinzufügt, dann landet man bei der Methode. Das macht doch irgendwie Sinn. Okay. Ne? Stimmt. Prinzipiell ist dieses Visitor Pattern dafür da, dass man nicht oft neue Widget-Typen hinzufügt, aber ja, dafür könnte man jetzt einen Default machen. Ich bin da jetzt mal tiefenentspannt, ich habe dafür es auch bei der Beurteilung nicht berücksichtigt. Alles in allem habe ich noch in meinem ganzen Leben diesen Visitor noch nie so implementiert, wie das hier in diesem Design-Pattern vorgemacht wird, außer für die Design-Pattern-Vorlesung. Ne? Also in der Praxis benutze ich das nie so und ihr wahrscheinlich auch nicht. Und wir werden heute eine Hausaufgabe haben, wo man das anders macht, dann hat sich diese Diskussion eigentlich erledigt. Aber man muss das einmal gemacht haben, weil das ein ganz typischer Design-Pattern-Kniff ist, der da verwendet wird. Und weil Composite und dieser Visitor unfassbar oft zusammen diskutiert werden. Was wir bis jetzt noch nicht hatten, war... ich habe schon eine Folie, die zeige ich schon an. Die Aufgabe von Design Pattern ist einmal, eine Software hinzukriegen, die wartbar ist. Okay. Aber das zweite ist auch tatsächlich, die dienen als Communication Means, Mittel im Entwicklerteam. Also wenn ich dann so ein Scrum-Team habe, die entwickeln irgendeine Applikation, dann sagt einer, lass uns doch da einen Visitor machen.
Ne? Und lass uns das aus der komplizierten Struktur rausnehmen und in den Visitor packen. Dann weiß jeder, was damit erstmal gemeint ist und was die Grundidee ist und warum man das macht. Und das funktioniert unfassbar gut in solchen technischen Diskussionen, wenn die Leute die Design-Pattern kennen. Und deswegen muss man das jetzt mal einmal so kennengelernt haben. Und wir werden bei der neuen Hausaufgabe das nochmal intensiv diskutieren. Im Nachgang zu der letzten Vorstellung habe ich dann draußen mit Sebastian noch ein Bier getrunken. Wir haben dann noch mal länger nachgedacht, warum findet der eine diese Unsupported Operation Exception gut, andere Leute die abstrakte Methode und noch wieder andere nehmen jetzt so ein Logger-Get-Logger. Und naja, dann habe ich tief in dem Gedächtnis gekramt, wie war das eigentlich früher? Und tatsächlich ist das Ganze ein grundlegendes Konzept, wie gehe ich mit Error Handling in meinen Applikationen um? Und darum geht es am Schluss eines langen Tages. Und am Anbeginn der Zeit, ne, Anbeginn der Zeit ist 1970, 1. Januar. Da haben wir programmiert in C++, C. Und die hatten eine Main-Methode, die liefert ein Int zurück. Und das war damals der Standard. Der Grund, warum das so konstruiert war, war, dass die meisten CPUs, die es damals zu kaufen hatte, standardmäßig bei einem Methodenaufruf, beim Rücksprung im Return Value auf den Stack gelegt haben oder irgendwie abgelegt haben. Und wenn du Void abgegeben, definiert hast, also ohne Rückgabewert, dann haben die einfach immer eine Null dahingelegt. Und weil es das dann eh gab, haben wir gesagt, lass uns doch das benutzen. Und in den 70er und 80er Jahren ist es eben üblich, dass die Main-Funktion einen Error-Code zurückliefert. Und zwar Null. Dann hat alles geklappt oder ungleich 0, dann hast du irgendeinen Fehler. Dann kriegst du irgendeinen Fehlercode. Das wird heute bei Webseiten immer noch gemacht. Da gibt es so 404, habe ich nicht geklappt. Ne? Bei Webseiten ist es aber dann 200, dann hat es richtig funktioniert, glaube ich. Ne? Und 404 ist so ein typischer, habe die Webseite nicht gefunden oder irgendein Internal Error oder keine Ahnung. Und prinzipiell waren damals der einzige Rückgabetyp, den es wirklich gab, war Int. Ne, alles andere gab es nicht. Und du hast halt 0 zurückgegeben, wenn es gut gelaufen war und irgendwie minus 42 oder irgendwas anderes oder plus 42, wenn du einen Errorcode hattest, wenn irgendein Fehler vorgekommen war. Das hat eigentlich gut funktioniert, bis auf dieses Problem. Naja, jetzt habe ich da irgendwie so einen Basisbaustein geschrieben und habe da unfassbar oft alle Methoden liefern irgendeinen Errorcode zurück, also so ein Int. Ne? Und ja, der mich jetzt aufruft, also so Studenten, die meine Bibliothek benutzen wollten, der muss jetzt prinzipiell, wenn er die Funktion aufruft, danach immer prüfen, der Rückgabewert, den ich da kriege, ist der denn gleich 0 oder ist das oder ist das ein Fehler passiert? Na, hat das funktioniert? Was im Wesentlichen bedeutet, dass du, wenn du die Methode M1, M2, M3 hintereinander aufgerufen hast, stand da immer if M1 Return Value ist gleich 0, dann ist alles gut, oder if not ist ungleich 0, dann oh, was mache ich denn dann? Return minus 1. Na? Das heißt, du konntest eigentlich, wenn du zwei Methoden hintereinander aufgerufen hast, musstest du dazwischen immer prüfen, hat das da vorne geklappt? Was für ein Scheiß. Na? Und weil das so unfassbar umständlich war und dein ganzer Quelltext dann nachher, also kein einziges Statement ohne if drumherum, hast du dann irgendwann gesagt, hier, ne, read between the lines, ihr könnt mich mal, und hast das ignoriert. Also diese Errorcodes, die diese C-Funktionen alle zurückgeliefert haben, hast du grundsätzlich nicht abgefragt. Ne, du bist immer davon ausgegangen, dass das gut geklappt hat. Weswegen sich dieses Konzept mit diesem Integer-Error-Code nicht wirklich durchgesetzt hat. Das hat am Schluss nicht funktioniert. Und dann, ja, was machen wir denn jetzt? Und am Schluss wurden Mitte der 90er die Exceptions erfunden. Das gab es schon in Sprachen wie Eiffel und in Ada und in ganz komischen, esoterischen Sprachen, die wir damals hatten, wurde das prinzipiell eingeführt, in Java dann auch ganz intensiv. Das heißt, du hast dann so eine Throw-Unsupported Operation Exception gemacht, wenn du sagst, nee, hier geht es nicht weiter, hier liegt ein Fehler vor, das darf nicht sein. Das darf hier nicht ausgeführt werden. Hier geht es nicht hin.
Exceptions haben eigentlich ziemlich lange, ziemlich gut funktioniert. Ich habe jetzt mal so überschlagen, mindestens 20 Jahre lang haben wir das intensiv gemacht und eigentlich machen wir das auch immer noch. Wird in ganz vielen Bibliotheken intensiv verwendet, ist eigentlich eine ziemlich gute Geschichte. Und inzwischen ist es jetzt aber so, dass ich auch mehr zu diesem Logging übergehe. Logger, getglobal.log. Und der Grund dafür sind tatsächlich wieder die agilen Techniken. Wenn ich agil Software entwickle, dann ist es eben so, ich entwickle ein Feature nach dem anderen und dann ist es relativ normal, dass ich zwischendurch mal irgendwelche Teile eben noch nicht fertig habe. Ne? Aber ich möchte schon die Teile, die ich fertig habe, testen. Und ich möchte da in meiner Arbeitsorganisation so flexibel sein können, wie es gerade geht. Ne? Und ich möchte mir das selber überlegen. Wann möchte ich denn gerne diese Methode hier implementieren? Und naja, wenn ich eine Unsupported Operation Exception werfe, dann schmiert mein Programm in erster Näherung erstmal ab. Dann kann ich natürlich auf irgendeiner Ebene weiter oben einen Try-Catch drumherum machen, das Ding wieder fangen, dann ist es wieder gut. Und dann kann ich weiterarbeiten. Aber eigentlich wäre so eine Sache, ja, jetzt müsste hier das und das passieren, so eine Logger-Nachricht, eine schönere Geschichte. Dann kann ich erstmal meinen Teil Funktionalität weiter testen und sagen, ja, jetzt müsste da hinten das und das passieren, das habe ich halt noch nicht, who cares. Ne? Die Unterschiede sind sehr, sehr fein. Man kann auch mit, es geht beides, es tut nicht wirklich weh. Das ist mehr so eine konzeptionelle Frage. Was wir dann letzte Woche diskutiert haben, war, wie will man es denn jetzt eigentlich? Was man wirklich will, ist ein Error-Handling, das unterschiedlich ist, je nachdem, ob ich in Development bin oder nachher in Production. Das macht einen Unterschied. Zu bestimmten Zeiten in Development, da würde ich gerne mal wissen, habe ich jetzt alles fertig? Also wo sind hier noch offene Baustellen, wo sind noch Dinge, die gemacht werden müssen? Da möchte ich das eigentlich so ein bisschen strenger haben. Während, wenn ich nachher das System ausgerollt habe und das ist in Production, dann möchte ich nicht, dass der einfach sagt, ich kann nicht mehr weiter, ich werfe eine Exception und mein System schmiert ab und mein Endbenutzer kann nicht mehr arbeiten. Den möchte ich ja gerne davon beschützen, soweit es irgendwie geht. Womit wir bei dem Problem sind, dass es zwei verschiedene Level von Fehler gibt. Na, wenn ich dann Divide by Zero mache, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann das nicht ausrechnen. Ich sage, es geht nicht. Na? Ja, na gut, ich könnte Not a Number zurückgeben. Na, aber es gibt so bestimmte Situationen, wo du in deiner Methode, die da gerufen worden ist, einfach sagen kannst, okay, ich kann nicht mehr weitermachen. Ne? Ich soll hier auf irgendeinem Objekt Attribute ändern und da habe ich einen Null Pointer. Dann ich kann nichts machen. Ne? Und dann kannst du sagen, okay, das ist jetzt so schlimm, dass der mich aufgerufen hat, auch nicht weitermachen kann. Dann werfe ich eine Exception und sage, hier ist Schluss. Ne? Es geht nicht weiter. Ich kann... Oder du machst so einen Graceful Degradation. Du machst so, sagst so, naja, ich versuche mal irgendwie das so weit zu reparieren, wie es geht und liefere irgendeinen Dummy oder Default-Wert zurück in der Hoffnung, das ist jetzt hier zwar nicht richtig, aber da kann der über mir erstmal weitermachen. Ne? Und wenn man sagt, ja, ich soll jetzt hier das Ding rot anmalen, ist jetzt noch weiß, ich habe keine rote Farbe mehr, dann bleibt es halt weiß. Aber dann können die doch immer noch Auto fahren. Ne? Also ist doch kein Problem. Wenn man also sagt, das ist nicht so ein kritischer Fehler, der aufrufen kann, obwohl ich das jetzt hier nicht ausgeführt habe, erst nochmal weitermachen. Und ich bin im Production-Modus, dann möchte ich, dass mein Kunde erstmal weitermachen kann, dann gebe ich eine kleine Warnmeldung aus, was dieser Logger hier tut und dann ist es schon gut. Wenn ich so gar nichts mehr weiter weiß, werfe ich typischerweise eine Exception und dann komme ich auf der nächsten, muss irgendwann da oben einer das fangen. Und der Punkt ist immer, dass der in dieser Zwangssituation, in dieser Fehlersituation steckt und sagt, ich kann nicht mehr weitermachen, eben nicht die Mittel hat, diesen Fehler zu beheben. Wenn ich eine Exception werfe und die wird weiter oben im Try-Catch gefangen, dann kann ich weiter oben dann sagen,
Oh, das hat nicht geklappt. Ah ja, dann versuche ich was anderes. Ne? Also wenn ich noch so einen Plan B habe. Ne? Also, löscht die Datei. Oh, das geht nicht, weil die ist gar nicht da. Ja, super, dann kann ich einfach weitermachen. Hm? Okay. Ne? Dann ist das erstmal soweit gut. Das funktioniert mit dem Exception Handling ganz gut. Vielleicht an dieser Stelle noch einen kurzen Rückflug zu Co- und Kontravariante Redefinition von Parametertypen. Nochmal so ein Theorie-Teil. Es gibt in Java zwei Arten von Exceptions. Es gibt die Runtime-Exceptions und es gibt so Static-Exceptions, die man deklarieren muss. Da gibt es dann hinter der Methodendeklaration so ein Throws MySpecialException. Ne, dann deklariert meine Methode, ich werfe eine Exception. Und dann muss jeder, der so diese Methode ruft, diese Exception in irgendeiner Weise behandeln. Wahlweise, indem er selber sagt, oh, wenn ihr mich aufruft, dann fliegt unter Umständen diese Exception, also macht wieder einen Throws. Oder er muss einen Try-Catch drumherum machen, damit die nicht nach oben weiter perlt. Die Idee war, wie immer bei diesen compiler-technischen Dingen, oh, wir machen statische Sicherheit, damit zur Compile-Zeit sichergestellt werden kann, dass sich da jemand drum kümmert und das nicht einfach ignoriert wird. Was man dann aber eigentlich wollte, war, dass in irgendwelchen Methoden, die weiter oben sind, man sagen konnte, also diese Art von Exceptions, die behandle ich, aber die etwas speziellere Exception, die werfe ich dann. Also man wollte es redefinieren, den Typ davon, insbesondere auch bei Vererbung wollte man das gerne machen. Und das darf man nicht. Ne? Also du kannst, wenn deine Methode, die du überschreibst, irgendeine Exception wirft, kannst du nicht einfach sagen, nee, ich werfe eine Exception von einem anderen Typ. Und das hängt mit Co- und Kontravariante Redefinitionen von Vererbungstypen zusammen. Und das macht das Ganze ein bisschen unhandlich. Weswegen ganz viele Leute aufgehört haben, diese statischen Exceptions, diese Throws-Deklarationen zu verwenden, weil die unfassbar nervig sind. Und dann gesagt haben, scheiß drauf, ne, machen wir nicht mehr. Und ich benutze immer nur eine Runtime-Exception, das tut es genauso. Dann ist es halt nicht zur Compile-Zeit gesucht, aber über Compile-Zeit-Tests reden wir ja gerade. Und eigentlich ist, Compile-Zeit-Tests waren die Erfolgsstory der Softwaretechnik in den 90er Jahren und in den Nullerjahren eigentlich. Und inzwischen stellt man fest, ja, wenn man davon genug hat, dann hat man sich so statisch in eine Zwangsjacke geschnürt, dass man sich nicht mehr rühren kann. Und man beim Programmieren nur noch dagegen ankämpft, wie muss ich das jetzt formulieren, damit der blöde Compiler dann endlich tut, was ich von mir, was ich will und nicht mehr rumnörgelt. Da irgendwelche abstrusen Konstrukte macht, Design-Pattern erfindet, die irgendeinen aus welchen Typklemmen helfen und all so ein Kram. Probleme, die man nicht hätte, hätte man Duck-Typing wie alle modernen Sprachen. Ne, was immer das ist, schlag das nach. Duck für D-U-C-K, Ente. Gut. Und dann war da noch Logging. Habe ich da noch eine Folie zu? Ja. Logging ist viel besser als System Out Printline. Logging ist 10-mal besser als System Out Printline. System Out Printline ist in erster, zweiter, dritter und vierter Näherung furchtbar böse. Das soll man bitte nicht tun. Und der Grund dafür ist, erstens sammeln die sich an, also die vermehren sich irgendwie über die Projektlaufzeit und dann rattert das da auf dieser Konsole durch, dass man irre wird. Na, und typischerweise ist, wenn man so einen Baustein gerade neu entwickelt hat, man relativ viele System-Out-Printlines da drin. Irgendwann so ein bisschen später ist der Baustein stabil, dann nerven die nur noch. Dann muss man die da wieder rausmachen, das ist eine relativ komplizierte Nummer. Das ist einer der Teile. Und der nächste Teil ist, das wird auf der Konsole aufgegeben. In 95, außer zur Entwicklungszeit, wenn man das in der IDE startet, haben Programme keine Konsole. Das gibt es hier überhaupt gar nicht. Wenn ich so ein Ding mit einem Icon auf meinem Desktop per Doppelklick aufrufe, dann gibt es keine Konsole. Und dann verschwinden alle diese Aufgaben im Nirvana. Sind einfach weg. Was unfassbar blöd ist. Ne? Und manchmal hätte ich sie dann gebraucht. Ne? Dann schmiert das Programm ab und dann sage ich, ja, jetzt wäre jetzt immer die Exception cool gewesen. Ne? Aber die gibt es auf der Konsole, die keiner mitprotokolliert hat. Weswegen man bei so einem Start per Doppelklick gerne die Konsolenausgabe irgendwie in eine Datei umleiten würde, was man auch machen kann, indem man System Out umleitet, haben wir ja letztens ausprobiert, was aber mal so richtiger Hack ist, ne? Was man so grundsätzlich auch nie tut, weil dann funktioniert es zur Entwicklungszeit nicht mehr, es ist alles furchtbar schwierig.
Deswegen haben die Götter die Logger erfunden. Ich benutze den Standard-Logger, der bei Java Util in dem SDK irgendwie mit drin ist. Logger, Logging irgendwie, Util, Java, ich weiß nicht gar nicht, woher der kommt. Den benutze ich typischerweise so. Diese Logger gibt es unfassbar viele unterschiedliche Bibliotheken. Ich glaube, 85% oder 90% Marktanteil hat Log4j, L-O-G-4-J, Logger for Java. Log4j, der kommt von Apache. Apache, wer weiß, wer das ist? Kennen die jungen Leute noch Apache? Gut, so wenn keiner PHP kennt. Einer kennt noch Apache. Also Apache ist ein relativ großes Open-Source-Projekt. Die haben eine ganze Zeit lang einen Webbrowser entwickelt. Aber insbesondere gibt es von Apache einen ziemlich großen Web-Server. Ein Standard-Webserver. Wer kennt Tomcat? Junge Leute. Ja. Kennst du noch Tomcat? Selbstverständlich. Er kennt Tomcat. Mit der Tomcat. Schale Prinzipiell kommen die oft als Paar. Du hast immer so einen Apache-Webserver, der liefert Static-Content ein, aus. Also HTML-Dateien und Images und Sachen, die schon fest irgendwo auf der Festplatte liegen. Die kann der super gut raushauen. Und dann gibt es so welche mit Dynamic Content, wo auf der Backend-Seite eine JAR-Datei, also eine App, ein Java-Programm läuft. Dafür nimmt man einen Tomcat. Der Tomcat ist so ein Java Virtual Machine Container, wo man ganz, ganz viele Programme, Java-Programme reinladen kann und der kann spannenderweise, während das Hauptprogramm weiterläuft, kann er die neu laden. Da kann man, was bei so einem normalen Class-Loader immer ganz furchtbar schwierig ist. Das heißt, wenn du da eine neue Version einspielst, dann laufen 9 von den 10 Containern, die er enthält, einfach so weiter. Und dieser eine wird einfach ausgetauscht. Das wird gestoppt, dann wird alles, was man davon hat, weggeschmissen, dann werden die neuen Klassen geladen, dann wird er wieder gestartet. Unfassbare, coole Technologie. Und das ist der Standard-Container der 90er Jahre. Den haben wir alle immer genommen. Inzwischen machen wir das mit Spring, der wahrscheinlich auch einen Tomcat dann dabei hat. Ne? Ja, ne? So wird das gemacht. Okay, und die Apache Foundation hat das entwickelt. Da gibt es ich glaube, es ist ein Verein, ist, glaube ich, keine, oder inzwischen eine Firma, kommerziell. Das ist auf jeden Fall alles Open Source, Public Domain, Software und all so ein Scheiß. Und die haben für dieses Innere unfassbar viele Java-Bibliotheken Public Open Source gestellt, zum Beispiel Apache Commons. Und Log4j. Ne? Und die benutzt die ganze Welt. Also im Webkontext ist das der Standard, das nehmen alle Leute. Es gibt kein einziges Webprojekt, wo ich es nicht kenne, wo nicht irgendwie Apache Commons mit drin ist. In irgendwie mindestens 4 Varianten. Ne? Also in verschiedenen Versionen. Unfassbar erfolgreiche Software. Geht mir inzwischen so auf den Sack, weil es auch Versionskonflikte gibt, dass ich es grundsätzlich nie verwende, sondern den Default-Logger verwende, damit ich diesen Ärger nicht habe. Weil es jetzt so viele Bibliotheken gibt, die jeweils ihre anderen Logger-Implementierungen in verschiedenen Versionen verwenden, gibt es dann noch dieses SLF4J. Self-Log4j, genau. Self? SLF4j SLF4J heißt das. Das ist nur ein Wrapper, das ist nicht wirklich ein Logger, sondern das ist nur eine Bridge, wo du verschiedene andere Logger drunter machen kannst und der vereinheitlicht das dann. Dann kannst du in deinem Projekt Bibliotheken verwenden, jeder hat ihren eigenen Logger und die versammeln sich dann alle unter diesem SLF4J, warum auch immer. Und der nörgelt immer rum, dass er keinen Logger findet, bei mir, ne? Ah, es ist zum Kotzen. Klassischer Fruleplärrer, da musst du immer den No SLF4J JAR einbinden, damit er dann keine Warnings mehr ausgibt. Unfassbar global. So, Logger. Warum nimmt man Logger? Also ja, erstmal hat man dieses Problem, dass man da so einen bestimmten Teil von dem System hat, ein bestimmtes Feature, das man gerade so entwickelt, wo man ganz, ganz viele Log-Nachrichten ausgibt oder System-out-Printlines drin hat und irgendwann will man die nicht mehr. Diese Logger-Bibliotheken haben immer eine sogenannte Logger-Hierarchie. Es gibt so einen Root-Logger und darunter kann man viele, viele Kind-Logger haben und wieder Kindeskind-Logger haben und immer weiter und immer so weiter. Und dann kann man so sagen, ich mache jetzt einen neuen Logger, dem gibt man irgendeinen Namen, den für Feature Nummer 1 und da kriegt man dann so ein Objekt zurück, auf dem ruft man dann immer auf, gib bitte folgende Nachricht auf und so weiter und so weiter. Und dann kann man irgendwann mal sagen,
Oh, jetzt gehen mir aber die Logger-Nachrichten von Feature 1 echt auf den Sack. Und dann stellt man den Log-Level um und sagt, hey, du Logger, der diese 100 Nachrichten ausgibst, halt mal die Klappe und gib mir nur noch die mit Log-Level Severe für Ernst aus. Also nur noch Fehlermeldungen. Und die Infos, die behalt für dich. Das heißt, man kann die dann so gruppenweise an- und abschalten. Wenn man das alles schön organisiert, das macht unfassbar viel Sinn. Na, das kann man machen. Und was dann die Idee ist, dass man für jedes Feature, das man baut, dann definiert einen Logger mit einem bestimmten Namen und den stellt man, während man entwickelt, in so einen Infomodus, damit alle Nachrichten kommen. Und wenn man irgendwann mal fertig ist, sagt man hier, stell den mal auf, halt auf nicht so geschwätzig. Und dann können alle Sachen da so drinnen bleiben und man kriegt nur noch die wichtigen Nachrichten, die man dann so braucht. Erste coole Nummer. Der zweite, und das geht mit System Out Printline eben nicht so einfach. Deswegen sind Logger schon viel schöner und viel flexibler. Das zweite, was man immer typischerweise macht, ist, so ein Logger kann verschiedene Händler haben. Wie die heißen, ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber du kannst den konfigurieren, dass der auf verschiedenen Sachen das ausgeben will. Der Default ist immer, der gibt auf die Konsole aus. Und du kannst aber noch sagen, ich add Pfeilhändler. Und dann schreibt der zusätzlich nochmal alle Log-Nachrichten in eine neue Datei. Und das kann man natürlich dynamisch zur Laufzeit konfigurieren, macht man typischerweise beim Startup. Und dann kann man eben, wenn so ein Ding doppelt geklickt wird, sagen, naja, ist jetzt abgeschmiert, mach nichts, guckst du in die Log-Datei. Da stehen nämlich alle Log-Nachrichten auch nochmal drin. Das heißt, du hast dann plötzlich eben bist du viel flexibler an dieser Stelle. Das haben wir lange Zeit gemacht mit diesen Log-Dateien. Inzwischen machen wir das nicht mehr. In Zeiten von Microservices und Cloud-Deployment ist es eben üblich, dass du alle Sachen, die du in Cloud in irgendeinem Docker-Image laufen lässt, auf die Konsole ausgeben und es dann einen Dienst gibt, der alle Konsolen mitliest. Ne? Und dann das Ganze dann in Logstash sammelt und in der eigenen Datenbank per Query dann aussagefähig macht und dann ist wieder alles gut. Nichtsdestotrotz, Logger sind cool, weil man da relativ flexibel einstellen kann, welche Nachrichten möchte man gerne geloggt bekommen oder ausgegeben bekommen und wo sollen sie überall hingeschrieben werden. Deswegen System Out Printline, wenn ich kein einziges mehr in euren Abgaben sehen, ziehen wir Punkte für ab. Ich möchte Logger irgendwie sehen, den Logger eures Vertrauens. Ne? Die unterscheiden sich so ein ganz bisschen. Ich weiß nicht, warum Log4j so unfassbar beliebt ist. Einfach, weil es jeder nimmt. Ne? Oder es gibt nicht wirklich Unterschiede in der Funktionalität. Also die behaupten immer, der Logger4j wäre noch irgendwie ein bisschen komfortabler. Ich habe nicht rausgekriegt, wieso. Du kannst dieses Application Logging da relativ easy reinmachen. Also das schickt das doch mal ins Logstash. Das können die richtig gut. Ja, weil prinzipiell ist Logstash schließt doch auf der Konsole und nee, so leicht ist das nicht. Ah, okay. Also das ist mit dem Logstash schöner verheiratet, das Log4j. Aber nee, wir wissen es nicht. Okay, das war das zu dem Ding hier vorne. Error Handling, so richtig ist es noch nicht zu Ende diskutiert. Vielleicht nochmal, mache in der Hausaufgabe das heute so vor, dass ich einen Logger verwende. Und dann in dem JUnit-Test einen Händler definiere, der sagt, ganz am Schluss guckt, war während dieses ganzen Ablaufs irgendwann mal eine Fehlermeldung. Und dann weiß ich bin nicht fertig. Na, seht ihr gleich, das ist ungefähr wie eine Unsupported Operation Exception. Das geht also nicht unnoticed irgendwie verloren. Aber der Test läuft erstmal weiter. Und das ist so für das iterative Softwareentwickeln, fand ich das jetzt mal eine spannende Variante. Ob sich das durchsetzt, weiß ich noch nicht. Sehen wir nachher. Kommen wir noch drauf zu. So, jetzt endlich ein neues Pattern. Heute machen wir 4 Pattern. Heute geht es richtig ab hier. Wir haben nur 23, wir kommen richtig voran. Strategy Pattern. Die Grundidee ist, ersetze Ifs-and-Else-Ketten. Und das ist unfassbar grundlegend, weil das war die Idee, warum wir Objektorientierung erfunden haben. Jetzt geht es mal so richtig in die 80er Jahre an die Grundfragen, als Simula und Smalltalk entwickelt worden sind. Das waren die ersten objektorientierten Sprachen mit Vererbung. Smalltalk ist eigentlich die Ursprache mit richtiger Vererbung. Simula, das war vor meiner Zeit. Davon haben immer irgendwelche alten Professoren behauptet, dass es da schon Vererbung gegeben hätte. Aber keiner konnte es überprüfen, weil es die Sprache schon lange nicht mehr gab. Ne? Also
Nehmen wir mal, Smalltalk war der Beginn der Zeit an dieser Stelle, der Objektorientierung. Smalltalk ist empfunden worden im Kontext von Graphical User Interfaces, von Xerox. Alan Kay hat es gebaut. Den gibt es noch, der hat unfassbar coole Vorschläge und macht unfassbar coole Smalltalk-Demos von dem neuen Smalltalk-Environment. Unfassbar geil. Funktioniert echt cool, der ist auch gut drauf. Der hat inzwischen eine große Rolle in der GNU Software Foundation, wo es um Open Source Software gibt. Ist ein richtig cooler Typ. Und der Grundansatz war, dass die in diesen ersten Programmen, als diese Graphic User Interfaces programmiert wurden, dann unfassbar vielen Stellen so If-Then-Else-Ketten hatten und dann gesagt haben, das müssen wir mal anders machen. Und dann haben sie die Objektorientierung erfunden. Und der Punkt, worum den es jetzt hier geht, ich habe jetzt, normalerweise ist es immer so bei Widgets, aber jetzt nehmen wir nochmal hier so einen Player, der hat irgendwie einen Mode, eine Main-Methode, eine Do-Move-Methode und die Do-Move-Methode sagt dann jetzt, na, wenn ich im Modus aggressiv bin, dann mache ich das und das, wenn ich im Modus Defend bin, dann mache ich das und das und wenn ich im Modus Plan bin, dann mache ich das und das. Das ist so ein bisschen die Idee, ich habe einen automatischen Spieler, den ich irgendwo in einem Spiel für PM irgendwie am Einsetzen bin. Okay, na, und den kann ich in verschiedene Modi versetzen, je nachdem, was für, sag doch mal schnell, was wie mein Gegner so drauf ist oder wie die Spielsituation so gerade ist. Und dann handelt der eher aggressiv oder defensiv oder hat irgendwie einen komplizierten Plan. Na, und da kann es viele, viele Modi geben, wie viele wissen, weiß ich nicht ganz. So, was man dann so manchmal macht, sind solche If-Then-Else-If-Ketten. Oder wer noch mieser drauf ist, macht einen Switch-Case, ne? Was ungefähr genauso böse ist. Diese If-Then-Else-Ketten, auch die Switch-Cases, sind ein unfassbar großes Wartungsproblem. Ne? Und prinzipiell entsteht dieses Wartungsproblem, wenn man in seinem ganzen Programmtext 5 verschiedene Stellen hat, wo im Methodenrumpf so eine If-Then-Else-Kette gemacht wird, die über den gleichen Modusvariable geht. Ne, wo anhand der gleichen Kette von Fällen unterschieden wird. Ne, also du hast 20 verschiedene Fälle und du hast an 12 verschiedenen Stellen in deinem Programm Fallunterscheidungen für diese 20 Fälle. Und das Wartungsproblem entsteht, wenn da jetzt der 21. Fall dazukommt. Ein neuer Fall, den du noch anders behandeln möchtest, eine andere Strategie. Dann musst du nämlich hingehen und eine von diesen Methoden, 12 Methoden nach der anderen, um diesen einen Fall erweitern. Na? So, weil das unfassbar nervig ist und weil das schon mal so testen musst, brauchst du als erstes mal überall so ein Default hinten unten rein, ne? Oder so ein Else mit ohne If. Ja, also wenn von den oberen keiner war, dann fall bitte hier in so einen Standardverhalten. Ne? Das kann man ja machen. Ja, ja, ja. Ne? So, der Effekt ist jetzt genau der, den wir gerade beim Logger und Error Handling lange diskutiert haben. Du fügst einen neuen Typ hinzu und baust ihn an 3, 4, 5, 6, 7 Stellen ein und die letzten 2 vergisst du. Ne? Weil das hat auch der Kollege gemacht. Das ist gar nicht meine Baustelle. Der hat das nicht richtig mitgekriegt, dass wir einen neuen Typ haben und der behandelt ihn jetzt nicht. Das fällt irgendwie ins Default und macht Blödsinn. Und dieses Wartungsproblem ist so unfassbar oft entstanden und insbesondere bedeutete, dass eben ich füge einen neuen Typ von Strategie, wäre das jetzt hier, oder einen neuen Modus ein, den ich gerne unterstützen möchte, dann muss ich an 10 verschiedenen, 12 verschiedenen Stellen in meinem Programm Änderungen machen. Das ist böse. Ja, und das hatte man damals eben bei diesen Widgets unfassbar oft. Da hat man über die Widget-Typen, Label, Button, Slider, Panel, hatte man immer diese gleiche Fallunterscheidung. Und hatte das dann einmal bei Click und bei Draw und bei was nicht alles noch und Resize und da gab es so 10, 12 Methoden und die musste man dann jedes Mal alles ändern, wenn man eine neue Widget-Art gebaut hat. Und das kam dann eben doch eben öfter vor und dann war man irgendwie jedes Mal total angepisst und wusste nicht, was man machen musste. Weswegen man irgendwann gesagt hat, diese Ifs und Else-Ketten, die müssen weg. Also mir ist das tatsächlich auch oft passiert. In den Programmen, die ich in Aachen geschrieben hatte, hatten wir ein relativ großes, da gab es einfach an 30 Stellen diese Fallunterscheidungen. Und du hast immer irgendwie am Ende hast du gesagt, ich bin jetzt fertig und dann war noch in irgendeiner von diesen Methoden, hattest du diese neuen Bausteine, die du gemacht hast, vergessen einzubauen. Das passierte unfassbar oft. So, deswegen haben die Götter gesagt, lass uns das doch objektorientiert machen. Und das erste Pattern, das man dann erfunden hatte, war dieses Strategy-Pattern, was ziemlich genau das Delegation ist, was wir in der ersten Vorlesung hatten. Na?
Du hast einen Player, der hat eine Strategy, die Do-Do-Move-Methode, die der Player aufruft, macht ein Vorwort an das Do-Move von dem Strategy-Objekt, die heißen schön gleich und dann gibt es viele, viele Subklassen, die das Do-Move jedes Mal anders implementieren. Na, und es ist 1a die Struktur, die wir hatten. Im Player, das Do-Move, macht hier dieses Forward und je nachdem, wenn ich jetzt hier eine Kante zu Attack ziehe, dann wird das Do-Move hier ausgeführt. Wenn ich eine Tanke zu Defense ziehe oder eine Defense-Strategy beim Player als Strategy eintrage, dann wird die mit Do-Move-Methode von der Defense-Strategy aufgerufen. Ne? Und das Ganze funktioniert halt mit Überschreiben von geerbten Methoden, so wie wir das schon gelernt haben. Wunderschöne Sache. Kann man so machen. Und das if-then-else ist weg. Ne? Und wenn ich 10 Methoden habe, dann führe ich die hier alle bei der Vaterklasse auf und überschreibe die alle in den Spezial-Widget-Klassen, Button-Klasse und noch etwas, was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich im Prinzip, kann ich jetzt ein neues Widget-Typ oder neue Strategy hier einfügen und habe alles, was neu implementiert wurde, in einer Klasse, an einer Stelle zusammen. Das ist eine gute Idee, dafür funktioniert das hier gut. Ne, das war im großen Fall. So, von dieser Strategy gibt es Varianten. Wir achten jetzt mal hier auf diese Kardinalität und auf noch so ein paar andere Dinge. Ich glaube, das nächste, was ich jetzt habe, ist die Hook. Ha! Warum das so heißt, sage ich gleich. Erstmal gucken, wie es funktioniert. Im Wesentlichen habe ich geändert, dass jetzt hier N steht. Also ein Player hat nicht nur eine Strategie, sondern viele Strategien. Oh, warum denn nicht? Ne, wenn er viele Sachen auf einmal machen kann, könnte man das ja so tun. Und dann gibt es eben eine Strategie, die die offensiven Kräfte irgendwie weiterentwickelt und eine andere Strategie, die die Verteidigungsmauern irgendwie höher zieht und was weiß ich, irgendeine Strategie, die neue Sachen produziert. Ne, und was ich jetzt möchte ist, dass die alle drei arbeiten, nicht nur einer. Ne, das heißt, ich habe mal mein Do-Move so um, dass ich jetzt für alle Strategien, die in dieser Menge der Strategies sind, auf jedem von denen das aufrufe. Und wenn ich jetzt an den Player Attack und Defense dranhänge, dann werden einfach beide Sachen gerufen. Oder sogar alle drei. Oder nur einer. Oder so viele, wie ich halt will. Und der Unterschied ist minimal zu vorher. Anstatt hier nur einen zu haben, habe ich jetzt hier viele und die rufe ich in der Schleife alle auf. Hey, das ist ein Hook-Pattern. Das steht im Design-Pattern im Original so nicht drin, werdet ihr auf Wikipedia nicht finden, ist älter. Der Name Hook kommt an dieser Stelle vom Emacs. Wer weiß noch, was der Emacs ist? Wer weiß noch, was der VI ist? Wer kennt noch den SED? Wer kennt noch den ED? Wer kennt noch den LED? Eieieiei, once upon a time. Das sind ganz alte Editoren aus Linux, aus Unix-Tagen, wo es Linux noch gar nicht gab. Ach, verrückt. Die ohne Fenster auskamen, die gingen in der Konsole. Ah, völliger, unfassbarer Kram. Beim Emacs war es so, der wurde in Lisp programmiert. Frag mich bitte nicht, warum. Den konnte man auch customizen und insbesondere, wenn man den an eine bestimmte Programmiersprache anpassen wollte, dann konnte man da solche Hooks hinterlegen, das waren Lisp-Programme und im Wesentlichen war das so, dass jedes Tastendruck, den man ausgeführt hat und die ganzen Sonderkommandos gab, so Refactoring-Operationen, also ein Kram, da gab es eine Standardimplementierung, die dann aufgerufen wurde und diese Standardimplementierung machte irgendwas und hatte am Schluss dann gesagt, und vielleicht möchte mein Benutzer noch zusätzliche Dinge tun. Da konnte man so einen Hook eintragen. Das heißt, du hast dann selber ein Stückchen Programm geschrieben, hast das als Hook an die Aktion so und so, Reformat, irgendwie was dran getan, hast dann zusätzlich noch selber eigene Dinge programmieren können oder Code hinterlegen können, der dann ausgeführt wurde, wenn dieses Kommando ausgeführt wurde. Und weil das so unfassbar populär war, habe ich große Teile meiner Jugend damit zugebracht, neue Emacs-Makros zu definieren und zu programmieren. Und weil das meine Kollegen auch alle gemacht haben, haben wir die alle zusammengeworfen. Und dann gab es eben oft so, dass zu einem zentralen Kommando, das du über den Tastengürtel aufgeführt hast, eine Default-Implementierung gab, die wurde ausgeführt und danach
Hooks von Albert, von Andy, von Bernhard, von ganz vielen anderen Leuten, die du alle in deiner Konfigurationsfile da hingeschrieben hast und nachher gesagt hast, hier, führ das bitte auch noch aus, führ das irgendwie auch noch aus. Und was du eigentlich immer gemacht hast, du hast so ein spezielles Objekt, eine spezielle Methode eigentlich nur gebaut und hast dann einfach hier noch so eine zusätzliche Kante gezogen und dann waren an irgendeinem Command-Objekt viele, viele solche Special Hooks mit dran, die dann aufgerufen wurden und in dem Emacs hieß dieser Mechanismus, dass der Befehl, mit dem du das gemacht hast, ad hoc. Ja, da musstest du sagen, an welche Aktion möchtest du welche andere Erweiterungsoperationen dranhängen. Die Aktionen hatten einen Namen und deine Erweiterungsding war so ein Blockcode. Und der Befehl, mit dem du dann gesagt hast, bitte erweitere die Grundfunktionalität, die hieß ad hoc. Deswegen heißt das Pattern jetzt so. Und das Spannende ist, dass es eben grundsätzlich ein Strategy-Pattern war, das es zu der Zeit, als es das noch nicht gab. Und der Unterschied nur ist, habe ich eine Strategy oder habe ich viele Strategies? Na, das ist schon der ganze Punkt. Oder habe ich viele Hooks und solche Dinge mehr? Und deswegen erwähne ich die jetzt hier beide im Zusammenhang. Na, und nochmal, die Grundidee beim Strategy-Pattern war, löse diese If-Then-Else-Ketten ab. Na? Und daher, da passt jetzt eigentlich dieses zu N hier nicht. Wenn ich aber in C so einen Switch Case habe, da gibt es so einen False Through. Da konnte ich irgendwie so sagen, Case A, Case B, Case C. Und wenn ich meinen Break vergessen hatte beim Case B, dann ist er in den Case C-Code auch noch reingelaufen. Dann konntest du prinzipiell auch viele Cases anbieten und dann na, passierte sowas Ähnliches. Also ja, die Analogie ist weit genug getragen. Du, hey, so ein Hook-Pattern kann das gleiche wie ein Strategy-Pattern. Wenn ich nur einen dann wähle, ist es Strategy. Wenn ich mehrere angebe, bin ich flexibler. Eigentlich ist Hook schöner. Ja, und das musst du dann hier halt anders aufrufen. Bei diesen Hooks gab es immer noch das Problem, du musstest auch noch sehen, dass du in die richtige Reihenfolge kam. Ne? Also wenn zwei von diesen Erweiterungen sich darüber gestritten haben, wie jetzt die öffnende Klammer eingerückt werden musste, ob die in der Zeile noch steht oder eine neue Zeile kriegte, dann war es eben entscheidend, dass dein Hook später ausgeführt wird als der andere. Dann haben die manchmal sich gegenseitig bekriegt. Da kamen fröhliche Dinge raus, wenn du das gemacht hast. Okay, die wurden aber in der Schleife sequenziell nacheinander aufgerufen. Das ist hier die wichtige Information. Und dann sind wir schon bei der Chain of Responsibility. Machen wir doch nur drei Pattern heute. Ich dachte, wir kriegen auch noch State Pattern. Aber ja, na gut. Und die State Chain of Responsibility ist im Wesentlichen auch wie ein Hook. Du hängst an irgendeiner Aktion viele, viele andere Hilfsobjekte oder Hilfsoperationen an, aber eigentlich sagst du, ich will die nicht alle ausführen, einer reicht mir. Aber ich weiß nicht, welcher. Na? Und bei der Chain of Responsibility entscheidet die gerufene Operation selber, ist das meine Nummer oder muss ich das jemand, muss man das an den nächsten weitergeben? Na, und wir gucken uns das natürlich wieder bei Wikipedia an. Bla 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 bla. Wunderschöne Sache. Das ist der klassische Chain of Responsibility. Das hier ist unser Player. Ne, das ist der, der den Aufruf macht. Und der hat einen Händler, nur einen, in der klassischen Variante. Und dem sagt er, ey, kannst du mal bitte dieses Do-Move hier ausführen? Das ist dann die Strategie. Und der Punkt ist jetzt, dass dieser Händler sagen kann, mir ist heute gerade nicht so, aber für diesen Case bin ich nicht zuständig. Typischerweise kriegt der Request, der da gemacht wird, noch einen Parameter mit. Und dann kann der Händler entscheiden, ich bin für diese Aktion zuständig. Oder nein, ich will das nicht machen, ich gebe diese Aufgabe weiter. Weswegen dieser Händler einen Successor hat, der wieder ein Händler ist, und dann gibt er dem das weiter. Hier ist ein Sequenzdiagramm, der erste in der Kette, der Sender, gibt seinem ersten Händler diesen Auftrag, der sagt, ich kann das nicht machen, und sagt einfach dem nächsten Objekt, kannst du das nicht machen? Und dann sagt der, ich auch nicht. Dann gibt er das dem dritten. Wenn du Pech hast, fällst du hinten aus der Kette raus und keiner wollte es machen. Schade, dann bleibt es halt nicht gemacht. Oder der zweite sagt, hey, ja, genau mein Ding, ich mache das. Und der gibt dann als Return Value zurück, wir haben fertig. Oder das gibt es in verschiedenen Varianten. Hier in dieser Kette sind die ja tatsächlich über so einen Successor-Link miteinander verknüpft. Also ist die Implementierung von so einer Händlermethode immer, if ich möchte es machen, dann tue ich es, else frag den Nachfolger. Ich habe einen Nachfolger, ruf es auf dem auf.
Ne, und dann wird das einfach durch diese ganze Kette durchgereicht. Da kommt der Name her, Chain of Responsibility, ruf es hier in diese Kette rein, bis irgendeiner sich verantwortlich fühlt, responsible. Ne, das ist im Großen und Ganzen die Idee. Das ist hier der Java-Code dazu. So kann man das machen. Das funktioniert alles wunderschön. Gibt es nochmal ein Diagramm? Hallali, wie viel machen die aus diesen kleinen Pattern? Meine Güte. Noch in verschiedenen Sprachen? Ich weiß es nicht genau. Okay. Ja, so kann man das implementieren. Das machen wir aber nicht. Na, also das ist im Prinzip die Idee, wie wir das jetzt auf unser Beispiel übertragen würden. Der Player hat Next, die Strategy Part hat so eine Next-Kante und wenn ich habe einen Händler, dann sage ich dem Bescheid und das kann ich genauso für die Attack-Strategy machen. Die sagt dann auch, if ich kann das jetzt machen, dann mache ich es und bin fertig, else mach ein super do move, was im Wesentlichen bedeutet, reiche es an den nächsten weiter. Ne? Oder mach einfach selber nur next.do-move, ne? Wenn ich denn ein next hätte. Sonst steht in dem super do move einfach nur ein next do move oder ein if, ich habe einen nächsten, dann reiche es doch einfach mal weiter. Ja, und dann kann ich hier im Prinzip die hier in so einer Kette hängen, wenn ich es dem auf den Player aufrufe, sagt er, dass der Ersten der Attack-Strategie, die sagt ja, sagt, ah nee, ich kann nicht, ruft es auf der Defense-Strategy auf, der ruft es auf der Research-Strategy auf und dann ist es nicht getan. Ja, und so weiter und so weiter. Das kann man gut so machen, funktioniert 1A und ist unfassbar schwierig zu debuggen. Ja, wenn du so eine Chain hast, wo so 10 Dinger drin sind und der 8. hält sich für zuständig und macht irgendwas und dann hast du da drin einen Breakpoint. Ja? Da guckst du in deinen Prozedurkeller rein, dann wirst du irre. Ne? Oder wenn du von oben in diese Kette rein debuggst, ne? Dann sagst du Player, hey, do move. Oh ja, F7. Oh, Attack, do move. Cannot attack. Okay, super, do move. Okay, next, do move. Okay, F7, F7, F7. Ne? Dann, bis die Finger bluten und die Taste abgenutzt ist, drückst du dann da rein. Unfassbar lange Stack Traces. Es ist die Hölle. Macht überhaupt keinen Spaß. Ne? Also, das ist die Originalform, die Reinform und die ist unfassbar blöde zu debuggen. Weswegen ich dann relativ schon früh in meiner Jugend dazu übergegangen bin, hier wieder ein N hinzuschreiben und das dann so zu implementieren, dass ich dieser Do-Move-Methode einen Error-Code als Rückgabewert habe. Ha, da war er wieder. Heute mal in Boolean und True ist 1 und nicht 0. Ne? Aber ja, na gut, ne? Das war halt Success. Oder Fehler, das heißt, ich rufe die Do-Move-Methode auf, ich kriege eine Bullshit Flag zurück, habe ich geschafft oder habe ich nicht geschafft. Und wenn True zurückkommt, dann bin ich fertig. Oder ich mache hier in der Schleife den nächsten. Also ich frage jetzt einfach die Händler in der Schleife einen nach dem anderen an, bis der Erste sagt, ich habe es geschafft. Und das kriege ich raus, indem ich einen Bullshit-Rückgabewert mache, ich bin fertig. Ja, und das ist vom Endverhalten her exakt das gleiche wie bei der Chain, die wir mit der verketteten Liste vorher hatten. Aber beim Debuggen, wenn ich da auf den Breakpoint laufe, ist mein Stacktrace nicht so lang. Ha. Ne, oder habe ich da nicht diese unfassbar lange Kette von Methodenaufrufen in meinem Prozedurkeller und kann viel besser rausgucken, woher ist denn das gekommen. Das ist, ich finde es 10-mal schöner. Ne, und es ist, letztendlich ist es vom Behavior exakt die gleiche Nummer. Ne, und ja, ich habe diesen Code, wo finde ich jetzt den nächsten und gibt es den und darf ich das jetzt weiterrufen, habe ich halt hier in dieser Schleife einmal drin. Das ist auch ein bisschen knackiger, finde ich jetzt formuliert. Ist jetzt aber auch nicht kriegsentscheidend in der Form, wie man das jetzt so gerne möchte. Das funktioniert schon viel, viel besser. Das habe ich auch ungefähr 10 Jahre lang immer so implementiert. Das war eine tolle Nummer. Und dann ging mir das auch irgendwann auf den Zeiger und dann habe ich sie Map-basiert implementiert. Also das kann man noch viel einfacher machen. Wenn ich anhand eines statischen Kriteriums, eines Schlüssels irgendwie sagen kann, wer ist der zuständige Händler, dann kann ich eine Hash-Tabelle nehmen. Ne? Und im Wesentlichen ist bei dem Beispiel, das wir hatten, hatte der Player einen Mode, den hat er hier leider verloren. Und dann kann ich eine Hash-Tabelle machen, wo ich den aktuellen Modus als Schlüssel verwende, als Key,
und mir dann als Value eintrage, wer ist der zuständige Händler? Ne, wer muss das ins Hand haben? Dann frage ich den, okay, was ist dein aktueller Modus? Oh, Attack, der Händler dafür, ach, das ist der. Super, dann rufe ich auf dem das jetzt auf. Und dann ist es hier keine Schleife mehr. Ich muss nicht mehr lange nach dem suchen. Ich mache einen Hashtable-Lookup. Händler, get den, der für den aktuellen Modus zuständig ist. Ruf auf dem Ding, du move auf. Hey, fertig. Na, und das ist jetzt im Prinzip die Art, wie ich es am liebsten implementiere. Mit so einer Hash-Tabelle. Und nochmal, das ist jetzt der Code, den ich habe. Und so sah es vorher aus. Lange If-Then-Else-Kette. Ja, die bin ich losgeworden und dafür habe ich jetzt einfach nur eine Zeile, wo ich in der Hashtable ein Lookup mache und fertig. Böse Zwischenfrage. Was ist denn, wenn der Mode noch unbekannt ist? Ja, ja, ja. Also Sebastian fragt gerade, was ist, wenn da Null zurückkommt? Wenn ich in Händler-Gate-Mode mache? Null Pointer Exception ist dein Freund. Da weißt du, hast was vergessen. Ne? Und wenn du nicht auf Unsupported Operation Exceptions stehst, dann machst du da so ein if null logger get log. Ne? Logger.log. Das sind so die Varianten, die du so hast. Ne? Und tatsächlich mache ich das nachher auch genauso. Ja, sonst funktioniert das hier einfach 1a. Ne? Und tatsächlich kannst du alle If-Then-Else-Ketten durch das hier auflösen. Was noch nicht so eine tolle Nummer ist, ist diese unfassbar reiche Vererbungsstrategie, weswegen ich das für unsere neue Hausaufgabe nochmal anders implementiert habe. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Und die Hausaufgabe wird sein, baut doch nochmal diesen Visitor mit dem Widget, das war doch so cool, aber macht das mal ohne Vererbung. Mit einer Chain of Responsibility. Ne? Weil Vererbung wird völlig überbewertet. Und ich habe das hier mal vorbereitet. Presentation Mode. Wunderbar, ist das unscharf. Verrückt, kommt gleich scharf. Ist nur bei dir so, bei denen ist es scharf. Okay, ich habe prinzipiell das neue Projekt angelegt, weil ich zu viel in dem alten Projekt war, mir zu viel alter Scheiß. Und habe dann ganz viele Sachen rüber kopiert. Also insbesondere das Widget-Window gibt es genauso wie vorher, funktioniert auch genauso wie vorher. Den Launcher gibt es dafür. Start und diese ganze TestFX-Scheiße ist alles noch genauso wie vorher. Es gibt nur noch eine Widget-Klasse. Alt 1. Widget. Yeah. Ich habe eine Klasse Widget. Nur eine Klasse Widget, keine Subklassen, kein Toggle-Button, keine V-Box, keine H-Box. Dafür hat mein Widget irgendwie sowas wie Type. Ne, irgendein Typ, ein String-Typ. Da habe ich da einfach gesagt, welche Art von Widget ist denn das jetzt hier gerade? Und fertig. Damit ist meine komplette Composite-Struktur gebaut. Keine Subklassen mehr, keine Accept-Methode in diesen Widgets. Die brauchen wir nicht mehr. Es gibt einen Draw-Visitor und einen Click-Visitor. Und der Draw-Visitor und der Click-Visitor brauchen beide auch nicht erben. Die erben von nix. Und die heißen Visistor. Ich könnte das jetzt umbenennen. Ich traue mich nicht. Ach komm, ne? Shift F6. Visitor. Ja. Ja, natürlich. Select them all. Okay, mach alles umgebaut. Oh, hier geht nichts mehr. Okay, so wie wird das Ganze benutzen? Wie funktioniert das am Schluss eines langen Tages? Der Test hier ist zu 95% der gleiche Code, den wir vorher hatten. Den habe ich im Wesentlichen aus dem Test von letzter Woche vom Visitor kopiert. Könnt ihr auch gerne so tun. Wir kommen gleich nochmal zu dieser fröhlichen Zeile. Ansonsten ist jetzt hier, mach mir ein Widget, sag, es soll eine V-Box sein, setze X und Y, hast du Widget. Ja, das ist jetzt eine V-Box. Mach ein neues Widget, sag, es soll ein Toggle-Button sein, mach hier irgendwie papap, fertig. Ja, alles, der Rest ist genauso wie vorher, noch ein Widget, noch ein Toggle-Button,
Den Resizing habe ich nicht implementiert. Resizing Shape oder Scaling Shape haben wir das, glaube ich, genannt. Die Harbox auch nicht. Hausaufgabe selbst. Mach mal ein Objektdiagramm davon, immer wieder gern genommen. Mach so einen Future-Tag. Mach ein Vivid Draw. Lass uns da doch mal reingucken. Das Vivid Draw sagt, mach dir einen Draw-Visitor. Sag dem, wo er das Fenster findet, in das er reinmalen darf. Oder dieses Panel oder dieses Grubknödel, den es da hatte. Und ruf Vivid auf dem Ding auf. Boah, spannende Geschichte. Das Visit ist jetzt in dem Draw-Visitor. Die Basismethode kriegt ein Widget als Parameter, wir haben eh keine Subklassen davon. Und macht im Wesentlichen hier so einen Schritt, der nennt sich initLambdas, da gucken wir mal rein. Das ist hier unten die Methode. Es gibt eine Map für Lambdas. Und die wird jetzt hier initialisiert. Und wenn die noch null ist, dann lege ich eine Linked-Hash-Map an. Und dann trage ich da ein, für V-Boxes hätte ich gerne die Visit-V-Box-Methode aufgerufen. Und für Toggle-Button hätte ich gerne die Visit-Toggle-Button-Methode aufgerufen. Und das sind lokale Methoden meiner Visit-Klasse. Ne? Und die werden da als Lambda hinterlegt und das muss dafür ein Consumer sein. Das lass uns gerade nochmal angucken. Wo war dieser komische, die Lambda-Map? Seite 34. Das ist eine Map, wo ich von einem Key, das ist der Typ des Widgets, auf eine Methode verweise, tatsächlich auf eine Abstract, auf eine Class, Consumer. Das ist eine vordefinierte Klasse, die gibt es in Java irgendwo, keine Ahnung, wo kommst du her? Java Util Function. Da gibt es so vordefinierte Klassen für B-Consumer, das ist eine Funktion, die kriegt zwei Parameter, liefert Void zurück. Es gibt Function, die kriegt, die ist ohne Parameter und liefert, ich weiß es nicht genau, oder Function kriegt einen Parameter, Parameter und liefert ein Return-Value zurück. Die braucht man, wenn man eine Future bauen möchte. Und es gibt Predicate, das kriegt einen Parameter und liefert einen Boolean zurück. Es gibt B-Predicate, das kriegt zwei Parameter, also ein Scheiß. Ja, und du gibst hier in den spitzen Klammern an, was der Parametertyp sein soll. Und dann gibt es ein vordefiniertes Ding. Und dann kannst du ein Lambda davon machen, beziehungsweise eine Abstract Inner Class und bla 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 bla. Eine anonymous Abstract Inner Class. Nee, ein anonymous Inner Class eigentlich nur. Die ist ja nicht mehr Abstract, davon wird ja wirklich eine Instanz gebaut. So, und da kann man einfach so mit sys:// eine Methode hinterlegen. Wie unfassbar cool. Nicht mit x minus größer, dann Methodenaufruf, so viel, viel einfacher. Na, und man braucht überhaupt keine Vererbung. Na, und es ist alles ganz simpel. Und du hast alle Visit-Methoden zu Draw in einer Klasse beisammen. Und so hast du sie jetzt miteinander irgendwie. Die hier machst du, die prinzipiell bereitest du hier die Tabelle vor. Und hier machst du den Aufruf. Du fragst die Map. Sag mal, kennst du jemanden, der sich um diesen Widget-Type gerne kümmert? Wenn der da ist, dann machst du ein Accept. Warum das jetzt Accept heißt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die heißen unterschiedlich. Wenn das ein Functional Interface ist, eine Function ist, dann heißt es, glaube ich, irgendwie Apply oder so. Ja, warum? Ja, ne? Das durfte der Entwickler selber entscheiden oder die Entwicklerin, die das gebaut hat. Ja, weil du auch einen Übergabeparameter Definition anwendest und das Ergebnis zurückgibst. Deswegen ist das ein Apply. Ja, wie dem auch sei. Ja, also das macht alles wahrscheinlich irgendwie Sinn, wenn man Native Speaker ist. Und hier habe ich das jetzt eben gemacht. Also wahlweise einfach nicht abfragen und Accept aufrufen. Die Null Pointer Exception ist dein Freund, dann weißt du, da fehlt noch was. Oder du machst das halt hier else logger get global severe und dann gibst du eine Fehlermeldung aus. Ne? Und ja, jetzt kannst du mit dieser Fehlermeldung nachher verschieden umgehen. Dann komme ich gleich noch drauf zurück. So, jetzt kommt hier diese Visit-VBox-Methode. Das ist der Code, ist 1:1 kopiert aus der Hausaufgabe von letzter Woche. Könnt ihr einfach so wieder machen. Der einzige Punkt, hier stand kit.accept. Da steht jetzt visit-kit. Das heißt, du rufe die Visit-Methode auf, die hier bei mir sys.visit, hier oben. Ne, die guckt nochmal nach, habe ich meine Lambdas, holt das richtige Lambda, ruft das auf. Das ist die Art von Chain of Responsibility,
die so tabellengestützt arbeitet, die ich empfohlen habe. Nur, dass ich jetzt eben für die Tabelleneinträge nicht erst noch komische extra Klassen habe, die von irgendwas erben und abstrakte Oberklasse und diesen ganzen Müll. Ich hinterlege einfach so ein Lambda. Ne, und mehr oder weniger erbe ich jetzt hier von, wie hieß es, Consumer. Ne, also es gibt eine Klasse Consumer, die sagt, da sind Funktionen drin, die einen Parameter haben und die Void zurückliefern und davon mache ich jetzt im Prinzip Subklassen. Das ist meine Strategy, die ich da ständig überschreibe. Hey, ziemlich simple Nummer, genau das gleiche Ding, aber eben ganz wenig Vererbungsmiss und schon funktioniert das. Ne? Ich habe jetzt hier nur Visit VBox und Visit Toggle Button implementiert. Ihr braucht natürlich dann noch Visit HBox und Visit Scaling Shape oder was ich, wie ich das immer auch genannt habe. Ne? Scaling Rectangle, ja, irgendwie so. Shape, wir wissen es nicht. Ne? Alles klar. So, das Ding gibt es zweimal. Einmal als Draw-Visitor, einmal als Click-Visitor. Aber weil ich nie irgendwo Methoden überschreibe, sondern nur Namenskonventionen benutze, brauche ich ja auch keinen abstrakten Oberklasse-Visitor. Braucht es alles nicht. Ne? Und es ist alles unfassbar einfach. Sodass ich dann ganz am Schluss mein Klassendiagramm jetzt so aussieht. Ne? Also anstatt irgendwie ein Composite mit 30 Widget mit 30 Unterklassen zu haben und ein Visitor mit irgendwie genauso vielen Unterklassen oder auch vielen Unterklassen, habe ich eine Widget-Klasse, die kann alles und einen Visitor für jeden Zweck, wofür ich einen haben möchte. Ne? Und an dieser Stelle gilt immer, erste Designgrundlinie, weniger Klassen bedeutet mehr Flexibilität, also weniger ist mehr. An dieser Stelle ist einfach wunderschön. Ich finde es zeitlos und schön und ohne Ende. Der Draw-Visitor bräuchte eigentlich noch dieses Group-Ding, das habe ich irgendwie mit dem Gen-Model nicht so schnell hingekriegt. Ne? Aber im Prinzip ist das sonst super simpel, standardmäßige Geschichte und hat exakt die gleiche Funktionalität wie in eurer letzten Hausaufgabe. Und ihr kommt mit viel weniger Klassen aus, leistet dasselbe, ist viel schöner. Ist genau der gleiche Kram, alles viel, viel einfacher, weniger Knoten im Hirn, weniger Accept ruft, Visit, alles viel, viel einfacher. Ne? Macht das einfach mal so. Ich finde es unfassbar viel, viel schöner. So, und dann war da noch dieser Test und der LoggerGate Global Ad Handler. Lass uns den auch angucken. Ne? Ich hatte jetzt gerade gesagt, naja, wenn irgendwelche Leute irgendwie meinen, eine Null-Pointer-Exception zu werfen, wäre jetzt ein bisschen aggressiv und stattdessen lieber so ein Logger-Get-Global-Severe ausgeben wollen, also so eine Logger-Nachricht ausgeben können, damit das so ein bisschen, na, wenn es geht, dann lass es doch bitte weiterlaufen, dann stürzen hier diese Tests nicht so brutal ab. Dann kann ich die schön entwickeln lassen und dann ein Feature nach dem anderen, ein Widget nach dem anderen dazunehmen, einen Case nach dem anderen behandeln. Und dann läuft es erstmal so durch, dann füge ich ein neues Widget-Typ hinzu, dann stelle ich fest, ah ja, da fehlt noch was, da was fehlt was. Dann will ich, ah, lass uns mal erstmal den machen, jetzt lass uns erstmal den machen. Kann ich alles dann schön nacheinander iterativ, agil entwickeln, macht schon Sinn. Was ich dann gemacht habe, ich habe gesagt, diese Logger sind ja so unfassbar flexibel, du kannst da Händler hinterweisen. Ich habe einen neuen Log-Händler hinterlegt. Dieser neue Log-Händler, der steht hier unten. Ja, ich habe dann in der Klasse noch eine Inner-Class gemacht, was überhaupt keinen Sinn macht. Ich hatte nur keinen Bock, eine neue Datei anzulegen. Macht das bitte nicht in eurer Hausaufgabe. Gibt direkt Ärger. Ja, obwohl, vielleicht passt es auch. Ich weiß es nicht genau. Und ich habe die Klasse Händler überschrieben mit, das Ding heißt Log-Händler. Besser wäre irgendwie Shift-F6 Test for Severe Händler, irgendwie so. Da muss man, wenn man das tut, eine Reihe von Methoden überschreiben, nämlich die Methode Publish, Flush und Close. Das ist auch wieder scheiße. Ne? Da hat wieder einer das Design Pattern Buch gelesen und hat gedacht, abstrakte Klassen mit abstrakten Methoden sind cool. Und schon werde ich gezwungen, dies alles zu überschreiben und Gott sei Dank kann meine Idee das, jetzt habe ich da dieses Flush und Close, das will ich überhaupt nicht. Hättest du da nicht Logger Get Global reinmachen können? Ey, boah, bist du nervig. Ne? Wieder so ein Typ da in
Sun war das wahrscheinlich damals, der oder Oracle, der irgendwie sich unfassbar klug fand und hat gesagt, hey, ich kenne den Design-Pattern, das machen wir hier mal so. Ne? Naja, okay. Haben die halt so gemacht. In den 80ern, als das gebaut wurde, war es halt so. Machen wir nicht mehr. Wir haben uns da weiterentwickelt, ne? Damit das mal gerade klar ist. Das, was ich wirklich machen wollte, ich habe mir hier so einen Array angelegt, Log Records. Und immer wenn dieses Publish aufgerufen wird, hat irgendeiner, hey, ich habe eine neue Log-Nessis, dieses Logger, Get Global, Get irgendwas aufgerufen, Severe. Die merke ich mir einfach und die kriegt man vom Typ Log Record. Ne, da steht ganz viele Dinge drin, welche Methode hat mich aufgerufen, die Line of Code, irgendwie ein Stack Trace, lauter solche Dinge und die Nachricht. Ne, und das wird normalerweise alles ausgeben, eine Uhrzeit, lauter so ein Kram, steht in so einem Log Record drin. Ich merke mir die hier nur in einer Array-List. Und ganz am Ende von meinem Test, da sage ich dann mal, naja, jetzt ist eigentlich mein Test fertig durchgelaufen. Wenn jetzt irgendeiner von diesen Visitoren, die ich da gemacht habe, noch nicht fertig implementiert hat und irgendein Case hier nicht behandelt worden ist, naja, dann hätte eigentlich irgendeine Third das finden müssen. Also sonst sind meine Tests ja unvollständig, aber weil ich war jetzt hier die ganze Zeit irgendwie förstlich am Entwickeln und habe ein bisschen die Übersicht verloren, welche Dinger sind denn noch da. Ich prüfe mal nach, ob in diesen Lab Records hier irgendwo ein Eintrag gemacht worden ist. Na, und wenn irgendeine von diesen komischen Visit-Methoden da weiter oben mal so eine Lab-Nachricht rausgehauen hat, dann sehe ich die auf der Konsole. Cool. Und die wird hier in diesen Log-Records eingetragen und jetzt kann ich einfach fragen, eigentlich erwarte ich, dass hier nichts passiert ist, keine Fehler, keine Warnmeldungen ausgegeben worden ist, Log-Records müsste leer sein, sonst habe ich was falsch gemacht. Und dann gebe ich da jetzt diesen Fehler. Ne? Und was ich jetzt im Prinzip gemacht habe, ist, zur Development-Time gehe ich jetzt mit diesem Fehler doch ein bisschen aggressiver um und sage, nein, ich möchte, also ich habe erst meinen Test fertig, wenn solche Fehlermeldungen nicht mehr vorkommen. Und dann kann ich das nachher ganz genau in der gleichen Konfiguration rausgeben an meinen Kunden. Der führt ja diese Tests nicht auf im Produktivsystem und kann aber diese Log-Messages alle drin lassen. Und wenn da ein Fehler passiert, wird er auf der Konsole gelockt, landet im Logstash, irgendein Webmonitor zeigt mir in Kibana oder Grafana oder wie auch immer das gerade heißt, irgendwie mördermäßig rot blinkend an. Ich lasse meine Kaffeetasse fallen und stürze zum Rechner, um diesen Fehler zu beheben oder zu gucken, was da passiert ist. Oder ich heiße Windows und mache erstmal einen schönen Systemdump und schicke den heim nach Redmond, damit die DSGVO, Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung ein Herzkasper kriegen. Ja, also, dass jetzt gerade der Rechner von Angela Merkel einen kompletten Dump nach Redmond schickt. Ne? Also, naja, man, irgendwas muss man, ne, irgendeinen Tod stirbt man immer. Das ist jetzt so mal die Idee, die ich im Nachgang der Diskussion der letzten Woche hatte, wie man eben damit jetzt auch umgehen könnte. Und was man dann so jetzt im Augenblick, gefällt es mir ganz gut, hinbekommt, ist, dass man mit diesen Fehlermeldungen, die jetzt da gestreut werden, flexibel umgeht, je nachdem, ob man in Production oder im Development-Mode ist. Dadurch, dass ich jetzt hier im Development-Mode im Prinzip in meinen Tests gucke, habe ich eine Fehlermeldung? Und wenn ja, dann bin ich ein bisschen unglücklich. Während ich im Production-Code sagen muss, ja, ich hatte eine Fehlermeldung, aber mach jetzt mal weiter. Ne? Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Ne? Augen zu und durch. Im Großen und Ganzen ist da die Strategie. Aber trotzdem natürlich auch die Fehlermeldung im Prinzip logge und mitschneide und dann mich da später drum kümmern kann, wann ich Lust habe, mich drum zu kümmern. Ne? Und während des Developments habe ich jetzt eben Lust, mich hier an dieser Stelle drum zu kümmern und in Production kann ich mich dann später drum kümmern. So ist es eigentlich ganz gut jetzt gelöst. Geht Sebastian damit? Sebastian, gib mir einen großen Daumen, einen Thumb up. Verrückter Kram. So, Hausaufgabe. Baut das so nach. Ja, also nehmt euer Beispiel vom letzten Mal. Schmeißt alles, was mit Vererbung da drin steht, raus und baut eure Visitor auf so eine Chain of Responsibility mit so einer Mappung. Das ist schon die ganze Hausaufgabe. Eigentlich nicht so kompliziert, aber und dann anschließend freut euch an der Klarheit und der Einfachheit des entstehenden Designs. Control-Tab. Mhm. Ne? Also irgendwie finde ich, ist es jetzt leichter als vorher. Ne?
Was wir vielleicht nochmal an dieser Stelle diskutieren könnten, dann vielleicht aber erst nächste Woche, ist, diese Klassendiagramme, wir hatten gestern lange Diskussion mit Live Geiger, die benutze ich ja manchmal auch, um neuen Leuten im Team zu erklären, so sind unsere Datenstrukturen. Na? Und dadurch, dass wir jetzt diese Subklassen von Widget alle getötet haben, dass es keinen Toggle-Button, keine V-Box, keine H-Box mehr gibt, sondern nur noch diese Klasse Widget, verliert das Klassendiagramm an struktureller Information. Ja, das wird alles so auf wenigere Klassen, die flexibel ganz viele andere Dinge machen können, zusammengeschrumpft. Klassendiagramme sind einfach blöd. Fertig. Ne? Die will kein Mensch, und das ist jetzt so für mich der letzte Sargnagel. Wenn du tatsächlich Klassendiagramme benutzt, um deine Anwendungsdomäne irgendjemandem zu erklären, neigst du dazu, Dinge aus deiner Anwendungsdomäne als Klasse zu modellieren, damit du irgendwas zum Erklären hast, die das nicht nötig brauchen. Ne? Und du brauchst hier die Subklassen von Widgets nicht. Die haben keine Methoden, die du überschreiben möchtest, also braucht es keine Subklassen. So einfach ist das. Ja, manchmal sagt man, oh, ich möchte aber Blätter von inneren unterscheiden. Nicht alle haben irgendwie Parent und Kid oder irgendwie ein paar haben eine Color und ein paar nicht. Habe ich hier vergessen. Ne? Ein paar von den Widgets haben eine Color, ein paar nicht. Ich würde doch gerne, je nachdem, wie viele Attribute haben, das so ein bisschen unterscheiden. Wenn du das unbedingt möchtest, dann mach halt zwei Klassen. Ne? Leaf und Inner von mir aus. Dann bräuchte man eventuell auch eine dritte. Ich weiß es nicht genau. Aber eigentlich führt das zu nichts. Und du bist immer flexibler, wenn du mit einer Klasse hinkommst. Und dann sagst du, ja, ich habe ein paar Attribute, die brauche ich halt gerade nicht. Es gibt Attribute, die brauche ich gerade nicht. Ist manchmal kritisch, hatte ich gesagt. Inzwischen bin ich der Meinung, das ist gar kein Problem. Diese Art von konsistent handhabt man im Bilder und in den Bilder-Pattern, das wir noch kennenlernen in 1, 2, 3 Wochen. So, Hausaufgabe ist klar, Inhalt ist klar. Heute war ein Riesenschritt nach vorne. Also das ist der Kern aller Design-Pattern, den wir heute besprochen haben. Im Prinzip, dass man das mal gesehen hat, dass man diese Strategy, Chain of Responsibility-Geschichten machen kann, das hebelt If-Then-Else-Ketten auf. Dafür ist es erfunden worden, ist prinzipiell eine gute Idee. Inzwischen haben wir gelernt, wenn du Solanders hast, brauchst du keine Vererbung, kannst es auch mit so einer Sprungtabelle machen. Funktioniert immer, ist super einfach, ist, fand ich jetzt vom Engineering her, viel, viel weniger punkig. Das lässt sich viel schöner agil und iterativ entwickeln, finde ich, auch mit dieser Art von Fehlerbehandlung, die wir jetzt gemacht haben. Ich finde, die Welt ist nochmal viel, viel schöner, als sie letztes Jahr schon war. Danke ich für eure Aufmerksamkeit, und wir sehen uns nächsten Dienstag und machen unfassbar coole Pattern, und ich weiß nicht mal welche. Mal gucken, was kommt denn hier als nächstes? Viele Dinge, die ich in Estate. Ja, das macht Sinn. Ich erkläre euch nächste Woche, warum ich das diese Woche nicht gemacht habe.